Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr seht, heute geht es mal wieder um eine Vorrichtung. Mit dieser Vorrichtung könnt ihr in Windeseile hier diese Sechsecke schneiden. Warum man die braucht, wofür man die benutzen kann, seht ihr dann während dem Projekt. Und ich zeige euch, wie man sie baut, wie man sie benutzt. Und darum geht es in dem heutigen Video. Und damit wünsche ich dir erstmal viel Spaß. Wir fangen jetzt mit der Vorrichtung an und ich werde auch für diese Vorrichtung wieder MDF holen, so wie ich es auch bei meiner 45 Grad Vorrichtung gemacht habe, weil das schön plan ist, das Material. Nicht nur schön plan, das Ganze rutscht auch echt schön über den Tisch hier und es lässt sich gut bearbeiten und daraus werde ich eh keine Projekte herstellen und aus dem Grund hole ich MDF, weil es sonst in der Mülltonne landen würde. Oh ne, Beutel ist abgegangen. Och ne. Das zeige ich euch mal. Gerade, ich weiß nicht warum, ist hier unten der Beutel abgeflogen. Das ist schon so oft passiert. Warum passiert es immer wieder? Ach, fürchterlich. Multiplex. Da seht ihr jetzt das Zeug, was der Späneabscheider nicht filtert. Hier sind ein paar Hobelspäne dabei, aber das liegt daran, dass hier schon die ganze Zeit ein bisschen voll war. Ansonsten ist das hier alles wirklich Mehl. Also jetzt ja. Das werde ich da jetzt mal rausschaufeln. Das Ganze kann aber auch passieren, wenn ihr euren Filtersack, wenn ihr den nicht oft genug ausschlägt, dann habt ihr zu viel Druck unten auf dem Sack. Und wenn ihr zu viele Schieber aufmacht, kann das halt eben passieren. Das zeigt einfach, dass oben der Sack ein bisschen dreckig ist. Hier seht ihr nochmal die ganzen Späne. Wie ihr seht, das ist Staub. Also das ist wirklich ganz, ganz feiner Staub. Und Pläne zu diesem Abscheider findet ihr in der Videobeschreibung. Da gibt es auch ein paar Videos und noch Zusatzvideos, wenn ihr euch die Pläne holt. So. So, ihr seht, ich habe gerade einiges getan und zwar habe ich hier als erstes meine MDF-Platte auf Maß zugeschnitten. Zugegebenermaßen ist das nicht das Maß, was ich haben wollte, denn die andere Platte war ein bisschen rund. Aber das Maß hier ist auch noch okay. Danach habe ich mir Leisten erstmal an der Tischkreissäge zugeschnitten, um sie dann an der Hobelmaschine zu hobeln. Und das habe ich gemacht, um sie einfach auf die richtige Breite direkt zu hobeln. Ihr könnt jetzt aber auch schneiden. Das geht definitiv auch. Und als nächstes müssen wir das Ding festmachen. Ihr fragt euch vielleicht, die neu dabei gekommen sind, warum baue ich mein Sägeblatt aus? Das liegt einfach an der Bauart von meiner Maschine. Die hat ein 300er Blatt verbaut und dann könnt ihr das Blatt nicht ganz versenken. Ist überhaupt kein Problem. Einfach das Blatt rausschrauben und dann habt ihr das schon erledigt. Jetzt müsst ihr euch halt selbst fragen, wie groß vielleicht die Teile sein sollen, die ihr später schneiden möchtet. Diese Hexagons. Auf jeden Fall will ich meins, denke ich, relativ mittig hier machen, weil ich da nicht so große Teile drauf schneiden möchte. Aber je nachdem, wie groß eure Teile werden sollen, könnt ihr das so ein bisschen nach links oder nach rechts schieben. Aber so finde ich es, glaube ich, eigentlich ganz gut. Wir können jetzt unseren Anschlag hier feststellen, denn jetzt haben wir hier die Breite, die wir brauchen. Und anschließend können wir mal unsere Führungsleisten nehmen, die kommen dann hier in diese Schienen rein. Und die müssen wir jetzt noch ein bisschen untermauern, damit sie vom Tisch abstehen. Jetzt kann ich meine Leisten mal hier drauflegen. Hier soll die Platte ungefähr hinkommen, das markiere ich mir ganz grob. Und jetzt werde ich hier einfach eine Schicht Sekundenkleber auftragen. Ich kann meine Platte jetzt hier auflegen. Kurz festdrücken und schon haben wir die Schienen an der richtigen Position. Sekundenkleber ist, würde ich fast schon behaupten, Must-Have in der Werkstatt. Ich wurde das letzte Mal schon gefragt, das ist keine Ahnung, was das für ein Kleber ist. Da ist einfach mega viel drin und ich glaube eh nicht, dass sich diese ganz normalen Sekundenkleber so viel voneinander unterscheiden. Außer wie schnell sie aushärten. Der ist aber gut. Denn jetzt können wir einfach hier den Anschlag rüberbringen und können hier unsere Vorrichtung rausheben. Ist das nicht toll?
Ihr seht, die Vorrichtung ist im Prinzip schon halb fertig. Wir haben einen Schiebeschlitten und der läuft hier drauf relativ gut. Mir ist mal aufgefallen, dass meine ganzen Schiebeschlitten eigentlich gar nicht mal so genau laufen. Das könnt ihr bestimmt hören. Das kennt ihr bestimmt auch bei euch zu Hause. Und mir hat es aber meistens nicht mal so viel ausgemacht in der Genauigkeit von meinen Projekten. Das hier läuft jetzt. Jetzt werden wir den ersten Schnitt machen, damit wir wissen, wo wir unsere Vorrichtung hier oben gleich weiterbauen müssen. Was mich mal gerade interessieren würde, denn ich weiß, es schauen ja ein paar Schreiner zu, ist es in der Schreinerei erlaubt, hier solche Distanzringe zu benutzen? Das würde ich gerne mal wissen. Ich weiß nur, dass alte Schreinereien keine Sägeblätter mehr benutzen dürfen, die nicht hier diese Bolzen haben. Denn die sind dafür da, dass wenn ihr eine Tischkreissäge mit Motorbremse habt, sich das Blatt nicht selbst aufschraubt. Und dafür sind diese Punkte hier da. Das sind dann solche Dorne auf dem Flansch. Hier sind dann solche zwei Pins und die greifen dann in diese Löcher rein. Und die verhindern eben, dass sich das Blatt runterschraubt. Denn es gibt ja diesen weißen Spruch hier, wie ich laufe, gehe ich auf. Und so wird es dann auflaufen. Ich lasse das Sägeblatt immer noch so ein bisschen mitdrehen. Dann sehe ich auch, dass es richtig aufgespannt ist. Danach spanne ich es fest. Drehe es einmal so und sehe, dass es nicht eiert und somit richtig aufgespannt ist. Dann immer manchmal hier noch ein bisschen den Staub wegmachen. Dass die Einlegeplatte dann auch wirklich plan hier drin liegt. Ich habe mir jetzt hier einmal 90 Grad zu unserer Schnittfuge angezeichnet. Und jetzt werde ich mir hier zur Kante auch wieder 120 Grad anzeichnen. Ach, ich bin ja auch blöd. 30 Grad müssen wir anzeichnen. Wie breit wollen wir die Teile machen? 3 cm. Jetzt aber! Das hat jetzt aber lang gedauert, ey. Philipp, Mathematik. Ich habe mir jetzt hier einen Streifen zugeschnitten und den werde ich jetzt hier ganz genau bündig auf die Linie auflegen, werde das festspannen und dann verschrauben. Als nächstes habe ich mir noch hier dieses Teil schnell zugeschnitten. Das habe ich einfach so hier mit der Gärung geschnitten, damit es auch ein bisschen besser aussieht und hier näher anliegt. Und das passt jetzt hier genau auf den Strich. So. Und hier kommt jetzt noch ein Teil dran. Das kommt hier in etwa hin. Nur noch wie jedes Mal sind hier diese Einhandzwingen richtig praktisch. Der ist doch sauschön. Als nächstes habe ich hier so einen Kniehebelspanner, ich glaube so heißen die. Das ist das erste Mal, dass ich so einen Teil mal verbaue. Und das müssen wir jetzt aufschrauben und damit spannen wir dann das andere Brett gleich runter. Ich weiß nicht genau, wie gut die sind, das sehen wir dann gleich dann im Projekt. Tolle Teile, ne? Dieses Teil soll also ungefähr hierher. Und das markiere ich mir jetzt einfach schnell. Und die ganzen Löcher bohre ich jetzt auch nochmal vor. So, ich habe die Vorrichtung jetzt schon benutzt und ich habe sie auch eingestellt und ich habe mir ein paar Maße aufgeschrieben. Ihr seht, ich habe hier diese Teile geschnitten. Wie bin ich jetzt auf Maße gekommen, irgendwie, dass ich da direkt fertige Teile zuschneiden kann? Ich werde es dir einfach kurz zeigen. Ihr seht jetzt hier schon die fertigen Sechsecke und ihr seht hier eine Markierung und ich habe mir hier direkt eine Maß drauf geschrieben. Das war das 9,2 x 11,5. So groß müssen die Rohlinge sein, damit man hier so ein Sechseck rausschneiden kann. Wenn ihr dann noch ein viereckiges Teil habt, dafür habe ich mir einfach die Länge und die Breite ausgemessen und jeweils ein bisschen Übermaß draufgegeben. Dieser Strich ist einfach dafür gedacht, wenn ihr ein viereckiges Teil habt, das seht ihr auch gleich, bis wohin man das hier anlegen muss. Denn hier dieses Teil ist ja beweglich, das kommt dann weg, seht ihr wie gesagt gleich. Und dieser Strich gibt mir einfach an, okay, wenn ich hier schneide, habe ich hier genug Material weggenommen. Und tatsächlich, heute ist einer der wenigen Momente im Leben eines jeden Hobbybastlers oder Holzhandwerkers gekommen, in dem man so ein Reststück mal wirklich braucht. Ich wollte es eigentlich komplett klein schneiden, aber jetzt habe ich das perfekte Brett, um hier an diesem Projekt weiterzuarbeiten. Was ist das für Holz? Ich verlinke dir oben rechts ein Video, da habe ich mir eine Küche für meinen VW-Bus gebaut. Diese Eiche ist das.
Ich habe hier gerade super viele hier von diesen kleinen Brettchen hergestellt. Und aus denen werden wir jetzt auch diese Untersetzer, Sechsecke, ganz egal für was ihr es benutzen möchtet, herstellen. Und ihr habt gesehen, ging super schnell. Und jetzt habe ich 2, 4, 6, 8, 9 mutmaßliche Untersetzer. Und ich werde euch jetzt mal am ersten zeigen, wie man die Vorrichtung benutzt. Als erstes müsst ihr hier diese Unterlage wegnehmen. Die könnt ihr dann weglegen. Und danach müsst ihr als erstes mal hier euer Teil einlegen, bis zu unserer Markierung, schneidet es einmal und dann könnt ihr wieder hier dieses Teil einspannen. Danach haben wir ja als erstes hier eine Schräge und dann können wir einfach das Teil immer weiter drehen, bis wir dann so ein Hexagon haben. Ich habe die Teile jetzt mal zusammengelegt und ihr seht, die passen einfach. Die sind einfach richtig genau. Ich zeige euch das aus dem Grund jetzt schon, weil ich werde sie gleich kurz schleifen und dann kann es halt sein, dass sie nicht mehr ganz so gut zusammenpassen. Aber ich finde das hier schon richtig gut aus. Das hier gibt wieder viele Möglichkeiten für neue Projekte. Ich werde die jetzt aber erst noch schleifen, damit man sie als Untersetzer benutzen kann. Und jetzt ist wieder der klare Vorteil hier bei so einem Kantenschleifer. Denn jetzt könnt ihr mit der Maserung dann das Ganze schleifen. Mach das lieber mit dem Anschlag. Weil ich die letzte Zeit so viel mit meinem eigenen Wachs hergestellt habe, beziehungsweise gefinisht habe, habe ich mir überlegt, benutze ich heute mal wieder Kuhlack. So, ich habe die Teile jetzt mal fertig lackiert. Muss sagen, die Lackierung ist nicht so gut geworden. Die ist nicht gleichmäßig geworden und die Haptik ist halt einfach, das gefällt mir einfach nicht so. Ich habe gesehen, dass ich eins übersehen habe. Das habe ich auch wieder einfach gewachst. Und ihr seht, hier bei diesem hier seht ihr den Lack und ihr seht halt einfach, dass es auf dem Holz drauf ist. Das hier ist gewachst. Und das ist halt im Holz richtig. Also ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera erkennt. Aber auf jeden Fall war halt auch das Wachs viel, viel einfacher zu benutzen. Das soll es auf jeden Fall für das heutige Video gewesen sein. Und vielleicht fragt ihr mich jetzt, Phil, warum soll man so viele Sechsecke schneiden? Das ist zum einen einfach mal ein schöner Untersetzer. Wenn ihr was für Weihnachten wollt oder für zum Geburtstag, was ihr verschenken könnt, ist das hier so ein klarer Fall. Ihr könnt jetzt aber noch ein bisschen dicker machen. Ich habe jetzt ein Stück schon weg. Ah, hier ist es. Hier, ihr könnt es ein bisschen dicker machen, könnt ein Loch reinbohren und habt auch ein schönes Teelicht. Das wäre auch vielleicht so eine Idee. Und mit dieser Vorrichtung hier geht das einfach super schnell. Und vielleicht werde ich auch mit dieser Vorrichtung hier, gerade mit diesem Muster und im nächsten Projekt dann irgendwas Ähnliches machen. Ich weiß es noch nicht, aber mit dieser Vorrichtung kann ich halt eben jetzt hier die benötigten Teile herstellen. Danke, dass du bis jetzt am Video dran geblieben bist. Und schreib mir gerne mal in die Kommentare, was du von dieser Vorrichtung hältst. Ich finde sie mega cool. Es nimmt auch nicht viel Platz weg. Und so funktioniert das einfach richtig gut. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und sag bis zum nächsten Video. Ciao.